zurück im dritten Block des FC Stammtisch. Ja, wenn wir schon jemanden hier haben, der auch ein bisschen Bundesliga-Luft geschnuppert hat und vor allen Dingen ein jahrelanger Kenner des ersten FC Köln ist, der Szene mehr oder weniger auch die Strukturen intern noch immer ein bisschen kennt, auch wenn natürlich jetzt ein bisschen Wasser den Rhein untergelaufen ist, hätte ich natürlich ein paar Fragen an dich. Du warst ja sehr lange beim FC. Wie viele Jahre waren es insgesamt? Insgesamt war ich als Trainer 16 Jahre. 16 Jahre, und das war meistens Jugend und U23? Ja, ich war mal in den 80er Jahren sehr früh, weil ich ja meine Spielerkarriere mehr oder weniger schon mit 21 beenden musste. Habe ich unter Christoph Daum damals schon 4 Jahre B-Jugend trainiert, in den 80er Jahren. Und dann Mitte der 90er Jahre hat mich der Bernd Stegmann zurückgeholt zum FC. Und von da an habe ich B-Jugend, A-Jugend, Amateure und zwischendurch mal die Lizenzspieler trainiert. Du bist dann, wann bist du gegangen? Ist 2 Jahre schon her jetzt mittlerweile? Ich bin 2007 vom 1. FC Köln gegangen. Ja. Okay, du bist anschließend in Wuppertal gelandet, warst auch Cheftrainer in der 3. Liga. Ja. Da warst du aber nicht so lange, ein knappes halbes Jahr, wenn ich mich recht entsinne. Lief's nicht so? Wir waren am letzten Spieltag vor Weihnachten, waren wir auf dem Abstiegsplatz und gut, wer die Situation in Wuppertal kennt, der weiß, dass der Präsident sich mit sowas nicht arrangieren kann. Ja. Und dementsprechend ist dann der Trainer freigestellt worden. Und so befinde ich mich im Moment eben im bezahlten Urlaub. Du scoutest aber auch, wenn du so viel ich weiß. Ne? Nee. Ich bin ja im Moment immer noch unter Vertrag beim Wuppertal SV. Und die Scouting-Tätigkeiten, die ich durchführe, sind allein für meine eigene Fortbildung. Okay, also dass man sozusagen dann in späterer Zeit dann sozusagen, dass man am Ball bleibt, im wahrsten Sinne des Wortes. 1. bis 4. Liga gucke ich jedes Wochenende, so viel ich gucken kann. Wenn du sagst, du warst lange bei der Jugendabteilung, da hast du bestimmt viele gesehen, die heute eventuell in der Liga oder 2. Liga spielen und so weiter. Gibt es noch Spieler, die bei dir durchgelaufen sind, die jetzt auch im bezahlten Fußball gelandet sind? Ja, da sind jede Menge dabei. Es wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Wobei, also meine Einstellung immer war, ich war ja 8 Jahre lang der U23-Trainer und ich habe das immer versucht, nach außen hin so zu dokumentieren, wenn Spieler aus der U23 oder aus der U19 Lizenzspieler wurde, dass wir gesagt haben, das ist ein Verdienst unserer Nachwuchsarbeit. Ja? Denn es kann ja sein, dass zum Beispiel ein Spieler wie Lukas Podolski hat in der U23 insgesamt 3 Spiele gemacht. Ja? Mhm. Und wenn ich dann vor die Medien hintrete und sage, ich bin ein Entdecker von Lukas Podolski, das wäre ja absolut eine Frechheit. Und so habe ich es eigentlich bei allen Spielern gehalten. Mhm. Natürlich gab es Spieler, die mehr oder weniger ihre gesamte Ausbildung beim 1. FC Köln unter dem Trainer John gemacht haben. Ne? Noch heute welche im Kader? Aktuell? Jalzin oder? Nein, Jalzin war nach meiner Zeit. Der ist schon nach meiner Zeit. Chihi war der letzte Spieler, Adi Chihi, der damals noch im 1. Jahr A-Jugend schon in der U23 in der Regionalliga gespielt hat, aber Kessler eben auch nicht lang. Kessler hat noch bei mir gespielt, richtig, Thomas Kessler, und ich glaube, das war's. Wenn du jetzt gerade Adichie sagst, wenn du deine Entwicklung siehst, stagniert der momentan doch ziemlich, oder hast du eine andere Meinung, weil du ihn besser kennst? Ja, der Adichie ist damals unter Hans-Peter Latour nach 3-4 Monaten als jüngerer A-Jugendspieler Bundesligaspieler geworden und hat auch seine Einsätze gehabt, aber danach kam eben längere Zeit auch nichts und ist dann einfach im Kader geblieben, ohne dass er die entsprechende Spielpraxis hatte. Und ich war damals schon der Meinung, dass es einfach dann sinnvoller ist, dass so ein Spieler wieder in der Nachwuchsmannschaft seine Einsätze, seine Spielpraxis bekommt. Und das, denke ich, ist auch für alle anderen jungen Spieler wichtig. Spielpraxis ist doch nicht zu ersetzen. Wir haben viele Spieler gehabt, ob das Giovanni Federico hat immer wieder in der 2. Mannschaft gespielt, wenn das in der 1. nicht geschafft hat. Und der hat damals in der Regionalliga hat in 5 Jahren, glaube ich, über 100 Tore geschossen. Ja? Und nur über die Spielpraxis in dieser 2. Mannschaft hat er dann eben auch die Möglichkeit gehabt, nach Karlsruhe zu gehen. Oder Marcel Nitscheng hat lange Jahre in der 2. gespielt. Und Michael Niedrig, der wieder zurückgeholt wurde, der jetzt bei der U23 der dann ein wichtiger Baustein ist.
Also sind genügend Spieler. Sinkevic hat, wie gesagt, auch nur zwei, drei Spiele in der Regionalligamannschaft gemacht. Der Lukas hat... Was mit Epstein? Dennis Epstein ist ebenfalls als Eigenspieler bereits Stammspieler in der U23 gewesen, ist dann Lizenzspieler geworden, und das war eben auch ein Beispiel dafür, dass so ein Spieler, der dann oben dabei ist und unten nicht mehr spielt, das dann irgendwann mal nicht weitergeht. Ne? Warum hat das denn bei dem nicht gefluppt? Warum hat er es nicht gepackt? Weil er kickt jetzt ja irgendwo in Griechenland. Ne? Es gibt Stimmen in Fankreisen, die sagen, er hat das mit der Disziplin nicht so genau genommen. Aber ja, das ist mehr oder weniger Stammtisch, bla bla. Ja, ich sag mal so, wir haben versucht, gerade auf die Charakterbildung der einzelnen Spieler Einfluss zu nehmen. Und den ein oder anderen Spieler, Michael Niedrig, der hat mehr oder weniger 10 Jahre bei mir gespielt. Ja, der hat mich begleitet aus der B in der A-Jugend, in den Amateure. Ist dann zum Lizenzspieler und kam wieder zu U23 zurück. Das heißt, er hat natürlich eine sehr, sehr lange Zeit unter dem Trainer John sein Schicksal frönen müssen. Andere Spieler waren nur eine kurze Zeit, und ich meine schon, dass wir behaupten können, dass wir mit dem gesamten Team, die uns zur Verfügung standen, gerade auf die Charakterbildung versucht haben, wesentlichen Einfluss zu nehmen. Denn das ist letztendlich das entscheidende Merkmal, ob es der Spieler dann langfristig ohne seine Ausbildungstrainer schafft oder nicht schafft. Und bei dem Adi haben wir genau wie bei den anderen Spielern auch versucht, eben Einfluss darauf zu nehmen, dass sie doch wieder in der zweiten Mannschaft spielen sollen. Ja? Jetzt hast du ja 16 Jahre Erfahrung mit dem ersten FC Köln gesammelt. Es ist auch noch nicht so lange her, dass du weg bist. Das heißt, so ein bisschen kennst du dich schon noch aus, auch wenn natürlich in der Zwischenzeit wieder viel passiert ist. Aber wenn du die Strukturen im Verein jetzt aus der Ferne so ansiehst und aus deiner Erfahrung heraus, das Thema Fahrstuhl, glaubst du, dass das FC für den FC endgültig ad acta gelegt ist, oder müssen wir da noch 4-5 Jahre Geduld haben? Ja, also ich hoffe es natürlich. Schwierige Frage, ich weiß. Der Verein tut ja alles, und die Professionalisierung, die geht ja da immens voran, wenn man sieht, was sich da alles verändert hat beim Club und auch welche Möglichkeiten er hat. Ich hoffe und ich bin eigentlich auch optimistisch, dass dieses Thema hinter uns liegt.